Man sollte auch das Mikrofon anstellen. Hallöchen und willkommen bei einer neuen Folge von den Chroniken des Übernatürlichen Demon Hunters. Ja, ich habe einen Spiegel und eine Sicherung. Zwei davon fehlen mir und das auch real. Nur weiß ich gar nicht, wo ich diese Sicherung und diesen Spiegel Any herbekommen sign of my soll. cat? I hope he is all right. Das ist natürlich mysteriös. Hier ist ja Mieze Mauze. Und hier ist irgendwas dahinter, wo ich eine Sense brauche. Ach genau, hier muss ich ja irgendwie etwas finden, einen Mechanismus, damit es regnet, damit das, was hier drinne ist, ich mir holen kann. Vor allen Dingen, es könnte eine Sicherung sein, ne? So wie es ausschaut. Und hier, ja, hier komme ich ja nicht wirklich großartig weiter. Hier ist ja, das Haus, hier ist ja Gebimsel und Gebamsel. Aber da ist ja nichts, was ich mir da irgendwie wegnehmen könnte oder ähnliches. Hier komme ich natürlich auch nicht weiter, weil mir dafür diese Spiegelchen fehlen. Es ist ein bisschen tricky. Ja, und an sich finde ich hier halt auch nichts, was ich sonst irgendwie machen könnte. Wenn ich jetzt zur Küste gehe. Na, guck mal, mit dem Piraten habe ich ja schon einen Plausch geführt, der will nichts mehr. Mit der Möwe kann ich nichts anfangen. Das hier funktioniert auch nicht. Das Rätsel ist auch schon gelöst. Hier kann ich nicht rein. Im Sternbild ist auch nichts zu finden. Mit der Möwe kann ich nichts machen. Oh. Oh. Alter Mann. Many thanks and favorable winds to you, Miss. Aber er kann mir das doch geben, oder nicht? Many thanks and favorable winds to you, Miss. Ja, und hier komme ich natürlich auch nicht weiter voran. Da mir. Ach nee, Quatsch, das Rätsel habe ich ja schon gelöst. Ich habe ja Licht gemacht. Also. Wenn ich irgendwie dort hochkommen könnte, kletter doch einfach darauf. Es sagt mir jetzt bestimmt, ich muss zum Haus. Nee. Ach, guck mal, da geht's weiter. Das wusste ich gar nicht. Sieh mal einer an. Ich habe die Gartenhütte entdeckt. Hier sind natürlich auch die anderen Sicherungen, wo ich ja noch zwei brauche. Mal hier ist eine Sense. Oh. Das war jetzt gar nicht so gewollt. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen. Mein. Oh! Nuff, nuff. Und eine Leiter fürs Schwert. Achso, die Sicherung. Her damit. Und es hat sich mir ein neues Wimmelbild aufgetan.
wo ich einen Bilderrahmen finden muss, der dann halt hier ist. Eine Halskette, eine Sicherung, Trauben. Trauben? Guck mal, hier ist eine Sicherung. Yay, ich habe alle drei Sicherungen. Ja, ein Globus, die Brille. Ein Lineal? Oh, hier verändert sich, glaube ich, irgendwas. Hier verändert sich irgendwas. Scheiße, nach was muss ich suchen? Eine Halskette könnte hier sein. Okay. Broschüre. Oder Halskette, Entschuldigung. Hier ist ein Teebeutel. Verrückt. Ja, also ich brauche ein Safe-Schloss. Safe-Schloss. Taschenuhr. Ist doch Safe-Schloss. Ah. Schädel, Parfüm und Lineal. Naja, grob gesehen ist das auch ein Schädel, ne? Oder was die hier hat, ist auch ein Schädel. Lineal ist da ins... Liegt das da nicht so? Nee. Gut, dann halt nicht. Schädel, Parfüm, Lineal. Parfüm. Ist das nicht ein Parfüm? Das könnte mit ein bisschen Fantasie auch ein Schädel sein. Oder das hier. Aber vielleicht der da. Eine Taschenuhr und immer noch das Lineal. Taschenuhr, Taschenuhr. Das ist zwar eine Uhr. Ah, das war eine Taschenuhr in der Uhr. Okay, verstehe. Mhm. Nur wo hat sich dieses kleine Ding versteckt? Ich fahre einfach mal mit der Maus hinterher, wo ich halt so ein bisschen suche. Bisschen hört ihr es ja vielleicht auch klickern. Das mache ich dann einfach so aus purer Verzweiflung. So, ist da was? Oder da? Oder hier? Oder da? Das Ding sieht auch so verdächtig aus, finde ich. Aber wo zum Geier? Vielleicht Deckel hochheben und mal reinglunzen. Das Lineal. Das ist aber echt sehr gut versteckt, muss ich sagen. Meine Fresse. Wo am Tischbein? Wo integriert? Nein, ne? In den Büchern irgendwo integriert? Nein, auch nicht. Da eins. So ein altes Holzlineal. Ich muss immer auf diesen Teebeutel starren. Ich weiß gar nicht warum. Oder auf diese Flasche. Es gibt immer so ein paar hauptmarkante Punkte, die ich hier 50.000 Mal anstarre. Das machen die natürlich mit totaler Absicht, damit man sich natürlich hier auch ein bisschen damit aufhält und dieses Spiel nicht umherrattert. Wo könnte das sein? Ich muss vor allen Dingen auch mal hier hinschauen. Aber da ist es doch nicht, Pippi. Da ist es doch nicht. Mensch. Ha. Ha, ha, ha. Wo ist das Lineal? Vor allen Dingen suche ich hier gerade Stellen, wo ich noch nicht hingeschaut habe. Aber das ist gar nicht so einfach... Ein paar Stellen zu finden, wo ich noch nicht... Da ist es. Guck mal. Jawohl, ja. So, was ist jetzt dahinter?
Das hat sich jetzt nun gigantisch gelohnt. So, dann mal. Treppenaufgang. Zu dieser Sicherung hier. Brutzel, brutzel. Ach du Scheiße. Wenn du eine Sicherung ausfällst, verändert sich auch die vier Sicherungen darum herum. Rechts, links, oben, unten. Vertausche die Sicherung so, dass alle eingeschaltet sind. Okay, verstehe. Ja, so wäre es viel zu einfach. Hier drumherum. Da. Das gibt's doch nicht! Mann! Ah! Eine bleibt immer übrig. Jawohl, ja, endlich. Der Dosenöffner! Und eine Ohrskizze. Dosenöffner? Okay, Dosenöffner ist ja kein Thema. Aber eine Ohrskizze? Ist hier noch irgendwas? Ein Wimmelbild? Ja! Kleeblatt gefunden. Das ist ja cool. Mal der Spiegel. Sandohr? Muss ich irgendwo buddeln? Die Pfeilspitze habe ich doch auch gerade irgendwo gesehen. Handabdruck, der war da. Das Band war da. Seil. Rune. Seil ist da. Atom. Hm.
Huhn und Sandohr. Wo könnte die versteckt sein? Da ist die Sandohr, okay. Das war wieder so ein Objekt, was sich ständig verändert. Okay, wo ist die Rune? Da. Geil! Was bekomme ich? Noch ein Spiegel. 3 von 5. Das muss bestimmt hier... Oh, das kann nicht wirklich wahr sein. Okay. Da weiß ich aber, wo der ist. Ja, mein Kleiner. Das schmeckert hier, wa? Judy, dann lassen wir den Kater soweit fressen und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge wieder, ne? Rinne hauen.